Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ich darf euch in der heutigen Folge mal meine allerersten vorsichtigen Gehversuche zum Thema Gewerbe- und Industriegebiet im Eigenbau präsentieren. Das heißt, ich habe diese Fläche eben nicht zugewiesen, sondern habe mir die ganzen Gebäude eben selber hingeklebt. Alles, was mir einigermaßen passend erschien. Und ich hatte halt hier auch dieses Dilemma, was ich letzte Folge schon angesprochen habe, mit der Rico-Mod. Beziehungsweise, dass ich eben... Ich habe es zu Anfang immer gemacht mit dem Finder-Tool. Dann suche ich mir hier bei den Growables halt die Industrie-Assets raus. Und habe dann wirklich die Qual der Wahl. Jede Menge cooles Zeug. Und dann kann man sich schon wunderbare kleine Gewerbegebiete hier hinbasteln, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt. Aber wie ich schon angesprochen hatte in der letzten Folge, der große Nachteil, wenn einfach keine Nachfrage besteht, dann werden die Dinger irgendwann innerhalb relativ kurzer Zeit einfach wieder verlassen sein, werden abgerissen und das war's dann halt mit meinem Gewerbegebiet. Bisschen schade. Aktuell kann ich noch ganz gut mit allen möglichen Props zum Thema arbeiten. Also wenn man hier mal reinschaut und dann gehen wir mal Industrie zum Beispiel ein, haben wir viele dekorative Elemente, diese ganzen Zäune etc. pp. Und wenn wir mal nach Containern zum Beispiel suchen, da habe ich eine ganze Menge jetzt mittlerweile drin. Zum Beispiel den hier finde ich wirklich universell einsetzbar. Könnte man zum Beispiel hier diesen Güterbahnhof halt noch ein bisschen weiter ausdekorieren. Einfach mal so ein Ding hier mitten reingeklebt. Oder auch, naja, überall, wo ich halt das Container-Thema so ein bisschen aufgegriffen habe, ne? So wie hier zum Beispiel, könnte man auch nochmal so ein Ding reinkleben. Finde ich, passt schon. Muss ja alles nicht perfekt sein. Ja, und so habe ich das ganze Ding halt so mal angefangen, so ein bisschen im Eigenbau auszudekorieren. Hier noch einige von den Gabelstaplern mit dazu geparkt. Das hier ist auch eine Mod, diese Industrial Lot. Und ich habe das einfach zusätzlich noch ein bisschen ausdekoriert. Hier viele von diesen Container-Assets halt aufgestellt. Diverse LKWs, alles was mir gefunden hat, alles was mir gefallen hat im Workshop, habe ich einfach eingepackt. Auch passend dazu diesen kleinen Container-Kran, Bagger, wie auch immer man die Dinger nennt hier. Die eben dafür gedacht sind, die Container zu verladen. Und ansonsten einfach geschaut, was ich an Gebäuden passend gefunden habe. Mir fehlen halt eben jetzt, wie gesagt, diese ganzen Growable-Geschichten, weil ich halt das Rico-Ding noch vernünftig zum Laufen bringen muss, weil dann kann ich die ja alle quasi ploppen, also wirklich nur aufstellen und dann wären die auch nicht mehr abgerissen. So, deswegen ist meine Auswahl jetzt aktuell einfach so ein bisschen begrenzt hier bei den einzigartigen Gebäuden, wenn man da ein bisschen rumsucht. Da sind schon auch so ein paar Industriegebäude dabei. Ich habe natürlich entsprechend noch viele Mods runtergeladen, gezielt gesucht nach solchen Gebäuden, die ich einfach aufstellen kann, fertige Industriegebäude. Aber es ist halt überschaubar, die Auswahl, sage ich mal, ne? Schauen wir mal gerade bei Ploppables. Ja, da ist einfach nicht wirklich viel drin. Hier sind ein paar so... Okay, die habe ich noch gar nicht verwendet. Das sind ja auch eher Industriegebäude. Und die müsste ich eigentlich auch einfach nur aufstellen können. Und dann dürften die sich nicht wieder abbauen. Ja, man findet schon was auch ohne Rico, aber es ist halt einigermaßen mühsam, finde ich. Ah, diese Garagen wollte ich auch direkt mal aufstellen. Die habe ich auch vor der Aufnahme gerade noch dazu genommen. Da hat mir das Vorschaubild ziemlich gut gefallen. Na, jetzt ist natürlich wieder stockdunkel. Aber das ist auch eine schöne Maßnahme, finde ich. Okay, generell muss ich noch für ein bisschen mehr Beleuchtung sorgen in der ganzen Geschichte. Das können wir auch eigentlich direkt während der Aufnahme machen. Dann kriegt ihr mal so ein bisschen Eindruck, wie ich da so bastel. Auch wenn das alles natürlich noch nicht so wirklich ausgereift ist. Muss ich ja, glaube ich, nicht mehr dazu sagen. Bei den Props sind erfahrungsgemäß viele nette Beleuchtungsassets dabei. Ja, schauen wir mal, dass wir uns hier ein bisschen Licht machen. Oh. Highway Light erzeugt kein Licht. Echt jetzt? Okay, eigenartig. Spiel läuft ja. Eigentlich müssten die Dinger funktionieren. Aber auch mit den Lichtquellen habe ich mich halt noch nicht so wirklich auseinandergesetzt, ne? Die habe ich zum Beispiel auch noch nicht verwendet. Das sind unsichtbare Lichtquellen, oder? Zumindest so ganz kleine Scheinwerfer. Ist einfach eine schöne Sache hier, wie sich die Nacht präsentiert in dem Game mit den ganzen Beleuchtungen. Ich weiß, da wiederhole ich mich, aber ich bin immer noch total begeistert davon. Also sieht einfach wunderbar aus. So, jetzt sieht man zumindest mal ein bisschen was.
Wundert mich jetzt aber tatsächlich. Ah, okay, die sind schon an, aber die machen einfach nicht so viel Licht, diese Highway-Beleuchtungen. Na schön. Ja, hier diese Flutlichter zum Beispiel. Die finde ich auch ganz geeignet für solche Industrieanlagen, weil die sind ja schon auch oft taghell erleuchtet so. Wenn das tatsächlich irgendwie so Container-Terminals sind, wo halt rund um die Uhr gearbeitet wird, dann finde ich, kann man mit den Dingern schon immer ganz gut arbeiten hier. Stellen wir hier nochmal eins hin und hier drüben, die Ecke ist auch relativ finster. Hier mitten rein vielleicht nochmal. Und es werde Licht. Ja, so sieht's aus. Meine allerersten Gehversuche im Bereich Industrie- und Gewerbe, Containerumschlagplatz etc. Alles, was so grob zum Thema gehört. Dann nutzen wir doch die Gelegenheit. Gehen nochmal gerade in die Perspektive. Und ziehen uns nochmal ein paar nächtliche Perspektiven von der City rein. Weil dadurch, dass jetzt doch auch nochmal ein paar Stadtteile dazugekommen sind, präsentiert sich das ganze Ding natürlich auch noch mal ein Stückchen schöner hier. Ah. Schon sehr, sehr schön, muss ich sagen. Hammer, ich weiß gar nicht mehr, wann ich zuletzt ein Game gezockt habe. Naja, vielleicht von GTA mal abgesehen, was sich halt wirklich in der Nacht so toll präsentiert. Also, das ist wirklich, also absolut bemerkenswert, was die Jungs hier umgesetzt haben. Eieiei, es sieht verdammt gut aus. Okay, gehen wir mal aus diesem Tool wieder raus. Das ist auch so ein bisschen dämlich gelöst, finde ich, dass man dann wieder am Ausgangspunkt rauskommt, wenn man dieses Kameratool wieder verlässt. So, wo war denn das zweite Gewerbegebiet? Zumindest im weiteren Sinne. Da können wir eigentlich auch direkt mal für noch ein bisschen zusätzliche Flutlichtbeleuchtung sorgen, damit man hier auch direkt mal was sieht. Und wenn euch Nachtaufnahmen nerven, dann sagt mir das gerne. Also kein Problem, schreibt es mir in die Kommentare. Ich kann auch tagsüber natürlich filmen. Wenn ich sowas zeige, wird sich's ja vermutlich ein bisschen mehr anbieten. Aber ich finde, das sieht halt einfach so gut aus. Deswegen filme ich auch gerne nachts. Und wenn man hier für ein bisschen Beleuchtung sorgt, dann erkennt man ja auch eigentlich alles, denke ich mal. So, hier vielleicht nochmal. So, Beleuchtung. Was mir aufgefallen ist, die Züge, die spawnen doch relativ häufig. So wie jetzt. Wunderbar. Vorführeffekt. Einige fahren trotzdem durch, deswegen denke ich, sind die Strecken an sich schon nicht so verkehrt verlegt. Aber irgendwie doch einige Züge, die spawnen halt einfach, wenn sie in diese Güterbahnhöfe einfahren. Also das habe ich noch nicht herausgefunden, ob das mein Fehler ist oder ob das ganz normal ist. Wenn die halt einfach im Ziel angekommen sind, kann natürlich sein, dass die dann einfach von der Karte verschwinden, um dann irgendwie die Strecken nicht zu verstopfen. Und wenn die halt einfach kein Ziel mehr haben, wenn das hier quasi ihr Endbahnhof ist, dass sie dann verschwinden. Also dann ist es ja nachvollziehbar. Ich bin mir noch nicht sicher, ob der Fehler an mir liegt oder ob das einfach ganz normal ist. Okay, dieser Containerkran, den kann ich eigentlich direkt rauswerfen. Der ist ja doch, also der passt ja nicht rein. Das ist eher, ist auch, glaube ich, offiziell ein Hafenasset. Steht hier irgendwas dabei? Ja, aber der sieht schon eindeutig nach Hafen aus, ehrlich gesagt. So, irgendwie habe ich hier schon wieder Menüs offen. Ich will doch nur das Ding hier. Kriege ich jetzt echt den Kran nicht abgerissen? So, jetzt, okay. Und auch hier, wie bei diesem anderen Gewerbegebiet und auch eigentlich im Großen und Ganzen wie bei Transport Fever, ich verteile halt viele Container selber, pinsel dann natürlich passende Texturen noch auf. Dort, wo es Sinn ergibt, eben bei solchen Abstellbereichen, wo die Container abgestellt werden, trage ich dann einfach noch diese normale Betontextur auf. Und viel Variation halt. Ich habe ja verschiedene Container-Sets dazu genommen. Das ist aber eigentlich auch irgendwie. Oh, ein Schienenfahrzeug, was ich hier hingepackt habe. Ja, okay, gut. Das muss ich nochmal korrigieren. Verschiedene Container-Sets und natürlich auch einige von diesen. Wie nennt man sie? Aufliegern, ne? Also die LKW-Anhänger, die fetten mit den Containern hinten dran. Finde ich auch immer recht passend zum Thema. Genauso wie hier drüben. Das ist auch alles selber ausdekoriert und immer mal wieder diese Containerkräne halt dazugestellt, ne? Weil irgendwie müssen die Dinge auch bewegt werden. Und hier auch schon relativ viele Zäune verbaut, ne? Auch ganz verschiedene, alles was ich gefunden habe. Ich habe da auch noch keine wirkliche Patentlösung sozusagen. Ja, diesen Zaun hier mal reingezogen. Dann hier drüben habe ich einen anderen Zaun verwendet.
Den finde ich fast passender und den sieht man halt auch von ein bisschen weiter weg noch ziemlich gut. Deswegen glaube ich, werde ich den in Zukunft noch häufiger verwenden. Jetzt hoffe ich mal, dass der noch weiter fährt, weil dann würde ich hier ganz gerne nochmal diesen Bahnübergang in den Fokus nehmen. Aber nein, der dreht natürlich um. Aber zumindest ist der jetzt mal nicht despawned. Und also solche Ecken hier finde ich mittlerweile schon recht nett geworden. So. Also wenn man das Ganze so ein bisschen die Bahnübergänge halt noch so ein bisschen ausdekoriert. Ne? Hier sieht man es auch schon, diese kleinen Grasbüschel habe ich hier gesetzt. Und dann eben, wie gesagt, diese Zäune außenrum noch gezogen. Und ein bisschen mit den Texturen rumgespielt. Und dann schaut das alles schon nicht so verkehrt aus. Rangierloks natürlich geparkt. Da drüben habe ich nochmal ein paar passende Lokomotiven abgestellt, hier drüben. Oder halbwegs passend zumindest. Genau. So schaut's aus. Mein zweites Gewerbegebiet, kann man, glaube ich, sagen. Und ich denke auch da, also ich kann mich da halt einfach von Mal zu Mal steigern, ne? Unterm Strich kann ich sagen, ich hätte es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weitläufiger machen können, weil ich hatte dann doch ganz coole Gebäude noch gefunden, passende Gebäude, aber die haben dann einfach nicht mehr reingepasst. Also so fette Lagerhallen und so ein Kram gibt es ja schon, auch außerhalb von Rico und außerhalb von den Growable-Sachen. Also da gibt es schon sehr, sehr coole Sachen, aber die habe ich jetzt einfach nicht mehr unterbekommen in diesem Gewerbegebiet. Aber generell gefällt mir das eigentlich schon ganz gut. So, für die ersten Gehversuche bin ich recht zufrieden damit. Okay. Ja, dann schauen wir uns noch ein bisschen um, weil recht viel mehr gibt es auch eigentlich nicht zu erzählen vom aktuellen Bastelfortschritt. Den Berliner Fernsehturm jetzt hier gerade im Bild, den sieht man. Den habe ich auch noch neu dazugenommen. Muss ich ja auch nicht mehr erwähnen, dass es einfach, also in dem Workshop, ich werde da noch garantiert hunderte von Mods dazu nehmen und ich habe noch nicht mal Bruchteil dessen gefunden, was mir gut gefällt. Aber insgesamt so die Stadtentwicklung unterm Strich finde ich bis hierhin eigentlich recht zufriedenstellend. Hab bestimmt auch schon wieder irgendwas vergessen. Ach ja, das wollte ich noch erwähnt haben. Weil ich ja auch gesagt habe. So, jetzt. Weil ich ja auch gesagt habe, ich möchte die Stadt eigentlich schon funktional haben. Also das heißt wirklich alle Bedürfnisse gedeckt haben, möglichst nicht zu sehr die Umwelt versauen. Muss ich mir Gedanken machen über sowas hier, weil das hat sich jetzt schon massiv ausgebreitet. Also mir ist bewusst, dass es halt nicht bis hierhin kommen darf, sozusagen, weil hier ist ja meine Trinkwassereinspeisung. Aber das hat sich jetzt schon wirklich übel ausgebreitet. Und meine Frage wäre halt an der Stelle, wirkt sich das negativ auf Hafenanlagen aus? Weil eigentlich hatte ich schon geplant, hier grob in diesem Bereich halt die Hafenanlagen aufzuziehen, so. Und ich glaube, wenn das hier alles so verschmutzt ist, dann ist das nicht so eine gute Idee, oder? Was ich mir überlegt hatte, vielleicht als Lösung, könnt ihr eigentlich gerade mal ausprobieren an der Stelle. Das halt auszulagern. Also ich müsste ja mit dem Geländetool theoretisch hier auch einfach so eine kleine Insel erschaffen können. Das teste ich doch jetzt gerade mal. Dann nehmen wir uns mal die Höhe von hier. Und schauen mal, dass ich hier so eine kleine Sandbank hinpinsel. Und ich denke, ihr wisst schon, worauf ich hier raus will, hinaus will. Vermute ich doch mal. Ich pumpe die ganze Schose einfach ins Meer. Hier müsste ich ja theoretisch meine Abwasserpumpen draufpacken können. Muss ich wahrscheinlich noch mit Strom versorgen, aber das teste ich jetzt gerade mal. Abwasserrohr, dann stelle ich die. Kein Bau auf Wasser möglich. Erkennt er das jetzt? Kann das sein, dass das einfach mit Inseln nicht funktioniert? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Okay, dann versuche ich es mal hier ganz am Kartenrand. Beziehungsweise habe ich denn hier schon alle Dinger gekauft? Alle Teils, alle Gebiete, alle Kacheln. So. Was ist das denn jetzt? Okay, aber das ist, glaube ich, auch normal, ne? Also diese komischen Überflutungen, wenn man hier so eine Insel einfach aus dem Nichts hinbastelt, sind, glaube ich, relativ normal. Okay, vielleicht lag es aber auch an der Überflutung, dass ich das Ding hier nicht hinbauen konnte. Ah, jetzt geht's, okay. Dann wird das hier so ein bisschen meine Umweltsünderinsel. Dann schließen wir das Ganze noch an und das müsste doch eigentlich funktionieren, weil dann kann ich einfach die Abwasserpumpen, die Abwasserrohre an der Küste wieder beseitigen und habe dann einfach einen schönen, sauberen Hafen. Keiner hat irgendwas gesehen. Schauen wir, dass wir die Dinger noch mit Wasser versorgt bekommen. Schließen das mal ans
Gesamtstromnetz an, würde ich sagen, an der Stelle. Ich werde mal schnell das Ding hier verbinden. So, und funktioniert das jetzt schon, wenn ich die Dinger einfach abreiße? Ja, ich bin im falschen Menü. Was mache ich denn? Entschuldigt bitte. Passiert mir normalerweise natürlich nicht. Immer nur während der Aufnahme. So, okay. Dann schauen wir mal. Abwasserpumpenkapazität 840.000. Okay. Also das ist tatsächlich offenbar kein Problem. Und jetzt kann ich die ganze Gülle halt einfach hier ins offene Meer hinausleiten, wo es niemanden stört und die Umwelt nicht belastet. Es ist doch eine brillante Lösung, oder? Wie macht ihr das denn? Also auf euren Karten macht ihr das auch einfach so? Ich meine, das ist halt total zweckmäßig und man könnte das ja fast schon als Cheaten bezeichnen, wenn man das Zeug... Und ich könnte natürlich, hätte diese Insel jetzt auch noch komplett hier an die Seite verlagern können, dann, also quasi wisst ihr, was ich meine, aus dem Augen, aus dem Sinn. Weil die Gülle, ich glaube, das fließt ja immer in dieselbe Richtung, oder? Ich glaube nicht, dass das irgendwie Windrichtung abhängig ist oder sowas. Oh, jetzt breitet sich hier aber auch so eine Welle aus, kann das sein? Kreisförmig, also das war vielleicht doch ein relativ harter Eingriff in die Natur, hier einfach mal schnell so eine Insel zu basteln. Naja, wie dem auch sei, aber ich hoffe doch mal, dass ich das Problem damit hier in den Griff bekommen habe, langfristig. Ich weiß halt nicht, ob diese ganze Verseuchung jetzt von alleine wieder weggeht oder ob ich da vielleicht noch irgendwelche Pumpen aufstellen muss oder sowas in der Art. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht hier sogar so ein Water Treatment Plan, so eine Wasseraufbereitungsanlage oder sowas in der Richtung. Könnte natürlich auch sein. Das wird ja jetzt nicht für die nächsten 100 Jahre verseucht sein. Hier hoffe ich doch mal. Und ansonsten, also wenn das halt wirklich mit meinen Hafenbauplänen kollidieren sollte, dann kann ich den Hafen ja auch irgendwo anders hinklatschen. Ist ja auch kein Problem. So, war sonst noch irgendwas? Bahnanlagen, neue Industriegebiete, neue Stadtviertel. Habe ich das hier eigentlich schon gezeigt? Ja, doch. Klar, natürlich. Hier ist ja das neue Industriegebiet dazugekommen. Ansonsten ist hier auch nichts mehr der Erwähnenswertes passiert. Innenstadtbereich ist jetzt auch nicht mehr allzu viel dazugekommen. Dieses Viertel ist mal noch zwischendrin entstanden, so nebenbei quasi. Hat aber jetzt auch kein besonderes Thema. Und es muss natürlich auch noch vernünftig ausgearbeitet werden, alles noch ein bisschen begrünt und so weiter. Deswegen ist das auch eigentlich nicht der Rede wert. Stinknormales Wohnviertel einfach. Und auch hier drüben eigentlich auch alles schon gezeigt oder beziehungsweise ist einfach noch nicht auf dem Stand, so dass ich das präsentieren könnte. Ich würde sagen, also bevor ich die Folge jetzt noch unnötig ausdehne und mir einfach nur den Mund fusselig rede und nichts dabei rumkommt, kriegt ihr einfach noch ein paar Impressionen hinten dran geschnibbelt aus dem laufenden Betrieb, vielleicht so ein bisschen mit Sonnenauf- und Untergang und all so ein Kram. Viel Vergnügen damit, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch beim nächsten Mal einfach wieder ein, würde mich sehr freuen. Lasst euch nicht ärgern, macht's gut, bis dahin.